So, da wären wir wieder auf Onbrus Rücken. Und wir wollen unser Dorf weiter fit machen. Wir sind ja kurz davor, hier in diese Kältewelle reinzugeraten. Da muss ich mein Dorf vorher noch ein bisschen fit machen. Wir haben ja hier schon einige Einwohner drin bei der Nahrungsernte. Da machen wir noch mal einen mehr. Und hier auch. Und sehen mal, dass wir möglichst viel Nahrung in das Silo reinbekommen. Wir haben da gerade mal 11 Rüben, 12 Ähren. Da sind wir mittendrin schon. Was haben wir denn Kundschafter? 6 Eisenerz. Ah. Komm, wir lassen sie mal da hinten Holz sammeln. Ich hoffe, da kriegt man Holz. Gehen wir mal da hoch. Da gucken wir mal. Es ist mir halt noch viel, viel zu wenig, was im Lager ist. Im Silo. Wo haben wir hier? Ich lasse euch mal Ernte. Wir müssen jetzt mal massiv auf Ernte gehen. Alles, was geht. Haben wir 19 von 20 Rüben. So, dann könnt ihr jetzt transportieren. Na, ja, wir sind mittendrin. Mittendrin. Allerdings ist das bei weitem nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich kann das mal zurückfahren. Gehen wir auf einen, der Bären sammelt. 3 haben wir hier unten drin. Ich mach mal. Ich habe das überschätzt, ehrlich gesagt, wie schlimm das ist. Wir haben schon die Hälfte rum. Ich dachte, hier, Geldphase friert uns alles kaputt. Aber nö, es geht. Es geht. Damit kann ich leben. Da können wir uns nämlich auch ein bisschen wieder auf andere Dinge konzentrieren. Wir brauchen Holz. Ich will immer noch keinen Kahlschlag. Also machen wir hier mal ein bisschen selektive Holzfällung. Wir haben hier nochmal Steine. Da haben wir Steine. Wir füllen mal das Lager ein bisschen auf. Bretter haben wir zu wenig. Ja, wir haben ja auch nicht die Welt an Arbeitern da. Wir gucken mal, was. Dorfarzt machen wir gerade. Wir haben die Küche gebaut. Auf, das haben wir soweit durch. Silo, Wassertank haben wir, Materiallager. Wir könnten ja sicherheitshalber mal ein zweites Materiallager einrichten. Machen wir das denn mal hin? Hier oben. Da haben wir soweit alles. Den Hornbläser haben wir. Wir könnten einen Kräutergärtner schon mal bauen. Machen wir hier hin. Hier oben machen wir unsere, ja, medizinischen Bereich, nenne ich das mal. Wir haben ja, er ist unterwegs. Wir haben ja jetzt auch die Kreuzung vor uns.
glaube nur nicht, dass er uns jetzt schon so weit vertrauen wird, dass wir eine Richtung vorgeben können. Ich würde schon gern geradeaus. Weil hier Wüste will ich nicht unbedingt rein. Nee, das wäre... Wir haben ja Wasser gesammelt. Wir haben einen Vorrat von 90. Die sind auch fast voll. Die können wir abernten. Die sind mir ein bisschen im Weg. Das ist jetzt die Frage. Machen wir Sicherheits... Ich sag mal so, wenn er abbiegt, bauen wir nochmal einen Wassersammler und ein zweites Silo. Das machen wir. Sollte er nach rechts wollen, dann gibt es noch einen Wassersammler und ein Silo. Ja. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass nirgendwo Nahrung für ihn ist. Also das heißt, wir müssen auch bald anfangen, ihn zu füttern. Es könnte noch ein Problem werden, wenn wir uns da nicht drum kümmern. Nahrung, das sieht eigentlich gut aus. Wir haben einen Überschuss von 13. Forschung ist gerade der Dorfarzt, das ist bald durch. Die Bevölkerung ist komplett beschäftigt. Was machen die Kundschafter? Noch mal zur Hälfte durch. Hier hinten könnt ihr auch noch mal ein paar Bäume rausholen. Auf alles Könner. Genau. Ich habe keine Untätigen. Die Ombu-Küche. Ja, komm, wir machen mal die Ombu-Küche. Wir haben jetzt nämlich den Dorfarzt. Wir haben den Kräutergärtner und der Dorfarzt. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Haben wir den hier drunter? Den machen wir da drunter, genau. Und dann machen wir hier den Weg. Da lang. Ach, das ist bald voll. Schön. Ja, wir haben viel zu wenige Arbeitskräfte. Was sagt denn das Silo? Er füllt sich langsam. Arbeitskräfte ist aktuell so ein Problem. Die anderen Sachen. Ja, ich könnte den noch abziehen. Ich glaube nicht, dass ich ihn aktuell brauche. Und wir deaktivieren es erstmal. Er würde eh noch nicht auf mich hören. Also ich glaube es nicht. Wir haben ja bisher für ihn auch noch gar nichts wirklich getan. Hier, der Kräutergärtner ist fertig. Er kriegt einen kleinen Garten. Der Dorfarzt. Was wir dringend gebrauchen könnten, wären neue Leute für unser Dorf. Er biegt in die... Oh, er biegt in die Wüste ab. Gut. Damit unser Plan. Elli, alles gut?
Luftbrunnen, ein weiterer. Und ein Wassertank kommt noch dazu. Ach, der leert sich sogar. Ach, der Kräuter. Sie verbrauchen ja mehr Wasser. Ich hatte da ja mehr Leute dazu gebracht. Uiuiuiui. Das ist nicht gut, Leute. Das ist nicht gut. Dazu fehlen mir halt überall Arbeitskräfte. Wir können die Forschung mal einen runtersetzen. Wir gehen auf einen Zimmermann. Wir haben eigentlich erstmal auch genug Steinplatten. Da machen wir mal ganz zu. Jetzt müssen wir ein bisschen umsortieren. Das läuft. Wir sammeln auch nebenbei noch mal schön Beeren. Der Luftbomben, der muss oberste Priorität haben. Wir haben den Dorfarzt, den können wir aber erstmal deaktivieren. Den brauchen wir ja später. Wir haben ja keine Kranken aktuell. Also nicht, dass ich es wüsste. Haben wir hier stehen, wie ob da Kranke dabei sind? Nein. Sechs arbeitslos. Das ist ja ein Ding. Haben wir noch vier arbeitslos? Komm, dann machen wir hier wieder einen dazu. Genau. Jetzt haben wir einen da. Schaut hier aus. Holz und Stein. Stein, wir haben gar keine Steine mehr. Oh, Leute, wieso holt ihr euch keine Steine? Die brauchen wir. Ich kann dem Arm da jetzt nicht einen Stachel ziehen. Gibt doch Mecker. Wir haben auch nicht mehr lang, bis wir bei der Wüste sind. Kundschafter sind in der Mine. Ah, da oben ist Gift. Was haben wir hier? Nomaden, da hinten kriegen wir neue Siedler dazu. Ja, hat immer einen aufgefressen. Zurückgelegte Strecke. 100 Kilometer haben wir gleich. Fünf Eisenerz. Ja, komm, dann schicken wir sie mal dahin. Steine holen sie sich. Der Wassertank wird immer leerer.
Ach, jetzt habe ich ihr Spielzeug weggeworfen. Jetzt guckt sie mich vorwurfsvoll an. Eieieiei. Ah, jetzt hat sie es. Also das Quaken, was er vielleicht im Hintergrund hört, das ist meine Ellie mit ihrem Spielzeug. Ach ja. Wie viele Kräuter haben wir noch auf Lager? Gar keine? Gar keine. Also hier läuft die Ernte noch gar nicht. Eisdörf, wie sieht es denn hier mit der Produktion aus? Null! Das ist ja gar nicht gut. Das ist ja nur gar nicht gut. Ja, noch haben wir Vorräte. Die Produktion läuft ja auch noch. Wir haben drei Arbeitslose. Steine kommen rein. Bretter, das ist okay. Steinplatten. Ja, komm, wir stoppen erstmal die Steinplattenfertigung. Die können wir immer noch mal hochfahren. Aber ich brauche momentan die Steine eher für die Produktion. Wobei Holz aktuell das ist, was fehlt. Ja, dann lassen wir mal die Leute arbeiten. Ja, Holz, das war so der Fehler gerade. Ja, Bretter brauche ich ja trotzdem, ne? 39 Wasser haben sie mitgebracht. Ach, hier sind noch genug Oasen. Da sehe ich ja gar kein Problem. Dann sollen sie sich erstmal das Holz hier noch holen. Danach machen wir hier die Siedlungsruinen. Ich drücke da zu wild rum. Und hier, was machen wir hier? Bisschen mehr Tempo, würde ich sagen, ne? Bis wir das Holz haben. Nämlich den zweiten Wassertank bauen und dann lassen wir die Kundschafter, nachdem wir die nächsten 2 haben, erstmal die Ruinen erforschen. Apropos Forschung, wie weit sind wir denn? Ombu, da. Die Ombu-Küche. Bleibende Forschungszeit 21 Stunden. Müssen wir uns nämlich ja langsam auch mal Gedanken machen. Pilzanbau für Ombu. Das brauchen wir ja auch. Was, das machen wir hier? So. Haben wir hier unseren Pilzeanbau? Da machen wir schon mal die Onbo-Küche bereit. Ach, die habe ich ja noch gar nicht. Sorry. Onbo. Wird langsam müde. Es wird aber knapp mit dem Holz. Also die Ruinen gebe ich auf danach. Das wird nichts. Hol mir lieber das Wasser.
Hier würde ich es gern sehen, dass er nach links abbiegt. Kann ich das abbrechen? Anscheinend nicht. Ich will aber auch jetzt nicht wild die Produktion einfach stilllegen. Ja, es war nett gedacht hier mit den. Dritten Wassersammler. Hat mir aber jetzt direkt nichts gebracht, aber absolut gar nichts. Hier kann ich mal das Holz alles wegmachen. Onbu Futterkatapult. Ja, brauchen wir. Und wir erhöhen die Forschung wieder auf 2 Leute. Nehmen hier mal einen weg. 13 Holz haben sie mitgebracht, das ist gut. Dann macht ihr jetzt Wasser. Ihr besorgt uns Wasser. Hier unten machen wir die Bäume weg. Ich sehe aber schon, wir brauchen dann auch wieder Steine. Diese mache ich es nicht einfacher. So. Da unten kriegen wir dann wieder Steine. Bären wachsen auch so. Dann schicke ich mal lieber einen zum Bärensammeln da hoch. Wie schaut's denn hier aus? Die Arbeit läuft. Die haben ja noch ein bisschen Wasser. Nur nicht viel. Oh. Komm, wir nehmen sie mal auf. Ah, sehr schön. 3 sind dazugekommen. Wir brauchen eine Hütte nur. Wir hatten ja noch einen Platz frei. Aber hier hin. Weil. Oh, was? Da Anzahl Betten. 20 Betten haben wir. 22 Bewohner haben wir jetzt. Wir sind noch auf Stufe Zeltlager. Das haben wir jetzt mal behoben. Da kommt ja gleich was dazu. Alles gut bei dir? Ach, er schläft erstmal. Ja, bei der Müdigkeit kein Wunder, mein Freund. Bei der Müdigkeit echt kein Wunder. Wasser hatten sie da rausgeholt. Dann machen wir jetzt hier das Wasser noch. Feiner Sand. Na, erstmal will ich hier unten die Siedlungsruinen. Das interessiert mich mehr. Ja, die Nahrungsvorräte sinken, das weiß ich, meine Freunde. Das ist alles so ein Problem momentan. Aber ich behebe es zumindest teilweise, indem ich die Büsche da noch abernten lasse. Ja, Rübenernte ist natürlich. Das ist nicht gut. Ist gar nicht gut.
Es hat ihr bisher gereicht. Wir schicken mal einen dritten dazu. Wie schaut's aus? Futterkatapult. Die Ombu-Küche haben wir noch gar nicht gebaut. Die machen wir hier. Direkt neben das Feld. Machen wir da auch nochmal ein Materiallager hin. Dass die Pilze nämlich zukünftig direkt da eingelagert werden können, wo sie gebraucht werden. Kurze Wege. Das ist wichtig. Steinplatten wird langsam knapper. Da können wir wieder die Arbeit aufnehmen. Kundschafter sind mit Wasser zurückgekehrt. Jetzt schicken wir sie mal in die Siedlungsruinen. Da bin ich mal gespannt, was wir da finden. So. Was hast du denn? Wolltest du irgendwas gerade sagen? Ja, untätig, ich weiß. Ist ja nicht viel mit Wachsen, ne? Im Notfall können die Leute mal Bären füttern. Wie schaut's mit Kräutern aus? War null drinne? Haben wir nirgendwo Kräuter? Ach, da tut sich ja auch nicht viel. Ah, wie viel brauchst du normalerweise, wenn du arbeitest? Wir legen. Wieso lasse ich eigentlich die ganze Zeit das Kräuterdingens weiterlaufen? Wir legen das auch mal still. Ombu-Futter brauche ich dann. Wir brauchen den Katapult für Ombu. Der wird nämlich, sobald er wach ist, wird er gefüttert. Da freue ich mich schon drauf. Das wird so mein Highlight. Endlich mal Ombu füttern. Noch sieht unsere Nahrungsversorgung nämlich auch bescheiden aus. Wie schaut's denn aus bei den Kundschaftern? Bald zurück. Ein Kälteeinbruch, den kann ich eigentlich gar nicht gebrauchen. Da hoffe ich, dass er hier lang geht dann. Wach auf! Oh, das hätte ich gebraucht hier. Wir machen erstmal die Kakteen. Wir haben keine Arbeitslosen. Kann gut sein, kann schlecht sein. Es kommt mal direkt darüber. So.
zwei Felder angezeigt. Weil er darüber ragt. Das wundert mich gerade ein bisschen. Ist egal. Ist egal. Die zwei Bäume müssen weg. Der Katapult. Der ist wichtig. Guck mal, ob wir mit Futter nämlich sein. Oh, er ist wach. Baut, meine Freunde. Baut! Das hat absolute Priorität. So, Ambu, gleich gibt's Futter. Holzbrett aus dem Problem gerade. Kann ich dir irgendwie schon... Muss ich das erst erforschen? Das gucken wir mal nach, Ombu. Mittel, Futterverflüssiger, Injektor, Umbu streicheln. Oh, oh, das ist cool. Ja, ich weiß. Ich würde ja gern. Nimmt das trotzdem? Es überrascht mich ja auch nicht, dass er mir nicht traut. Brote haben die mitgebracht. Ist ja auch cool. Red ich nicht. Nicht. Ah, er dreht sich rein. Ich brauche Holz. Also schicke ich sie erstmal Holz holen. Ah, das hätte so schön sein können. Aber immerhin müssten wir gleich wieder Wasser sammeln können. Ja, es fehlt noch an Brettern. Steine ist aber auch nicht ganz so pralle. Hier hätten wir aber noch mal einen, den wir wegmachen können. Hinten können wir mal einen ganzen Schwung schon mal markieren. Bäume und Steine. Die Stacheln, da will ich nicht unbedingt ran. Wir müssen erstmal versuchen, so ein Grundvertrauen überhaupt hinzukriegen mit ihm. Erstmal den Onbu heilen. Onbu? Ach, Schlafbefehl muss man erforschen, genau. Also normalerweise hätte ich ihn hier nämlich erstmal sich hinlegen lassen.
Aber wir können ihn bald füttern. Wir haben bald alles zusammen, was wir brauchen. Zwei Bretter fehlen noch. Die haben wir. Sie werden hungrig. Sie werden hungrig. Nicht genügend Arbeiter verfügbar. Wo sind wir? Nicht mehr lang, dann sind wir wieder im sicheren Gebiet. Hier kriegt er Holz. Ja, die Nomaden wäre zu früh gewesen, die mitzunehmen. Das hätte nicht funktioniert. Ja, aber wir haben wieder Wasser. Oh, guck mal hier. Oh, er füllt sich. Der Luftbrunnen füllt sich. Hier gehen wir mal auf mit zwei Leuten runter. Die setzen wir auf die Farm an. Wir brauchen nämlich Nahrung. Ich bin ja eigentlich auch blöd. Da unten ist mehr als genug Nahrung. Ist mehr als genug Nahrung. Ich hab's nur einfach nicht dran gedacht, die anderen Bären zu sammeln. Ah, hätte mir eben schön alles ein bisschen entspannter gestalten können. Ja gut, die Ernte geht voran. Ja, der Katapult, er ist bald fertig. Ich würde nämlich schon gern... Ja, da brauche ich ihn jetzt auch nicht mehr füttern. Verlorene Wälder. Dichter Nebel bedeckt den Eingang und macht es unmöglich, ins Innere zu sehen. Vorsichtig wagen sich deine Kundschaft da hinein, als plötzlich aus der Ferne eine aufmunternde Melodie erklingt. Wir sollten der Melodie folgen und sehen, wohin sie führt. Ja komm, wir haben noch nicht viel erlebt, das machen wir. Die Kundschafter hören die Melodie schon von Weitem und gehen tiefer in den Wald hinein. Aber da sie sich nicht einig sind, woher sie kommt, laufen sie immer im Kreis. Nach einer Weile gibt die Gruppe auf und geht. 30 Holz? Das ist gut. Wir haben 30 Holz. Bambufutter, Bambuabführmittel. Bambu-Verstopfungsmittel. Gut, da kann Umbu ein bisschen futtern. Kranke Leute haben wir nicht. Schon hatten wir jetzt zwei drin, da haben wir ein bisschen zurückgenommen. Haben wir hier einen drin. Der Mistsammler wäre auch interessant, um die Ernte zu verbessern. Ah, Felder. Ja, komm, wir erhöhen mal die Bereiche. Schon ein bisschen Vorrat. Gerne mal. Ja,
Ja, das Gute ist, Wasser haben wir jetzt genug. Wir haben drei Wassersammler, die ordentlich produzieren. Wir haben immer noch keinen großen Vorrat am Wasser. Wir können die Kundschaft auch wieder zum neuen Ort schicken. Was nehmen wir mal? Komm hier. Nehmen wir den, die Düne, das hatten wir noch nicht. Einen giftigen Wald muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Hat aber nicht viel gegessen. Haben dafür aber keinen Arbeiter. Also müsste ich meine Nahrungsproduktion runterfahren. Wir sind aber nur leicht im Plus aktuell. Ah. Ja, wir machen mal die Steinproduktion aus. Wir haben doch einmal Futter schon produziert, oder? Ja, zwei sogar. Ah, es wird jetzt erst hingeliefert. Ombu füttern! Ombu! Futter kommt! Ich sehe da keine Vorbereitung. Hallo? Sich da was? Oh. Hütten. Ja komm, Hütten. Nein. Ach verdammt. Scheiß Forschungsbildschirm. Das ist jetzt frustrierend. So viel Vorbereitung. Ah. Hier hätte ich gern, dass er nach rechts. Kann ich ihm sagen, schlafen? Ah, sehr schön, er hat auf mich gehört. Super, braver Junge, brav. Ja, du auch. Müdigkeit. Also er schläft nicht, er besetzt sich einfach nur hin. Ist jetzt kacke.
Ja, können wir erstmal dicht machen, den Laden. Wir haben einen Überschuss von 20 Nahrung. Ach, gucken wir mal. Ich hoffe, dass er hier einen abbiegt. Ach, was haben sie mitgebracht? 27 Sand. Wofür auch immer das dann gut ist. Wir schicken sie mal dahin. Ja, er hat es ja abgelehnt, was wir ihm gesagt hatten. Jetzt können wir nur hoffen, dass er rechts abbiegt. Oh, nach rechts. Da ist ein Schlafplatz. Also will ich nicht schon wieder in die Wüste. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Unbu. Da wäre ein Schlafplatz gewesen. Ich sammle hier doch gar nicht genug Wasser. Ja, immerhin hat er sich hingelegt. Das verschafft uns noch ein bisschen Zeit. Ja, der muss sich jetzt erstmal ausschlafen und wir können in der Zeit nämlich sehen, dass wir noch ein bisschen Wasser sammeln. Pilze laufen ja weiter. Da haben wir ein bisschen Nahrung in Reserve, zwei Stück. Der kriegt er, wenn er wach wird, nochmal. Und sobald wir in die Wüste kommen, schalten wir um auf Kakteenzucht. Ach nee. Nee, 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 nee. Ist ja Unsinn. Unsinn, weil wir brauchen ja Kakteen ist ja nur Wasser. Hier könnten wir, ja, wir könnten dann umschalten auf Kakteen, aber wir brauchen ja das Wasser der Kakteen. Also bauen wir eine zweite Farm und da setzen wir das auf Kakteen an. Wenn Umbu wach ist, kriegt er nochmal Futter. Giftlevel. Wo setze ich denn den Umbo-Doktor hin? Der Stachel ist im Weg. Ich will ihn aber auch nicht wecken. Heute haben wir 9 von 15.
haben genug Steinplatten und Bretter. Aber wir müssen auch die Produktion wieder aufnehmen. Und uns fehlen wieder Arbeiter. Ich mache mal hier hin. Und hier werden Kakteen angebaut. Ja, Mais. Wir müssen uns auf die Hitze vorbereiten, die da bald kommt. Wir haben ein bisschen Futter für Ombu. Aber jetzt noch nicht die Welt. Wir brauchen Steine. Erstmal die Steine und dann müssen wir sehen, dass wir die Siedlung mal mitnehmen. Oh, wir haben auch bald eine Stunde voll. Hier wird es halt interessant, ob wir, wie viel Wasser wir damit machen. Haben keine Träger. Ich sehe gerade, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das heißt, wir legen die Nahrungsproduktion für Ombu erstmal auf Eis. Sind bei 7%. Ja. Ihn kann ich ja eigentlich erstmal lahmlegen. Ja, den Doktor brauche ich aktuell ja, weil Ombu auf dem Boden liegt. Das habe ich gar nicht so erklärt. Wenn er sich mich unten was einfängt, kann man davon ausgehen, dass wir auch. Und wir sehen ja hier diese giftigen Sporen überall. Und die sind so ein Problem. Hier werden die Kakteen schon mal angepflanzt. Das ist schon mal gut. Das ist sehr gut sogar. Wir stellen jetzt den Arzt mal ein. Wir haben Sand. Rote hatten wir ja vorher mal. Erze. Wasser haben wir 110. Oh, Ombu ist wach und 16. Ja, wir können ihn gleich mal entgiften. Die Arbeiter sind jetzt zurück. Wie sieht es aus? 31 Holz, 6 Stein. Ich
Brauche mehr Einwohner. Ich schicke die mal da hoch. Sobald wir beim Hunger auf 20 sind, können wir ihn nochmal füttern. Und ich will ihn unbedingt entgiften. Ja, wir haben hier nur einen drinne. Wir müssten uns auch langsam um Dünger kümmern. Steinvorrat wird gering. Der ist auch nicht gut. Holen wir uns hier oben die drei Steine nochmal. Es fehlt an Trägern. Ach, das Lager ist voll. Das ist das Problem. Ich kann das mal auf einen reduzieren. Wie schaut's aus? 6 von 40. Wir fügen mal einen Arbeiter hinzu. Ich will ihn ja möglichst bald entgiften. Wir können aber Umbu füttern. Das machen wir noch. Und dann ist... Oh. Das ging ja flott. Sehr schön. Der Hunger ist weg. Und wir betreten eine Wüste. Das heißt, das Wasser wird jetzt knapp werden. Haben wir hier irgendwas vergiftet? Oh. Oh. Wir müssen das nochmal ändern. Der Dock muss nochmal aktiv werden. Habe ich jetzt erst gesehen. Wir haben ja zwei Leute, die vergiftet sind. Ist gut. Ist nicht gut. Mistsammler. Das holen wir uns mal. Und hier hören wir mal auf zwei Arbeiter. Und geben mal hier die Felder noch dazu. Wie schaut's aus? Zwei sind arbeitslos. Ja, komm, wir nehmen sie auf. Vier Leute dazugekommen. Und zwei sind hungrig. Bis zu 6 Dorfbewohner. Können wir bauen. Wir können die Zelte nämlich jetzt abreißen. Da haben wir 18. Wir bauen für alle Hütten. Ja, Zelte hatten wir vorher, Hütten haben wir, wollen wir dann haben. Genau. Das erhöht dann hoffentlich auch die Zufriedenheit. Sieht's mit den Kranken aus?
Auch keine. Das ist ja schön. Kannst du die Arbeit wieder einstellen? Und sobald wir 10 auf Halder haben, können wir Ombu heilen. Steine. Vorrat am Bären nimmt auch ab. Ja, das mit den Kakteen ist schon mal ganz gut. Frische Luft. Sieht es eigentlich auf der Karte aus? Habe ich nämlich zu lange nicht mehr nachgesehen. Hier sind uns nämlich Kundschafter-Aufgaben entgangen. Aber ich würde sagen, eine Stunde haben wir voll. Das reicht für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst gerne ein Gefällt mir da, kommentiert auch. Ja, und falls ihr das noch nicht getan habt, hinterlasst ein Abo, ne? Könnt ihr über mir machen. Auf der anderen Seite habe ich euch nochmal eine Playlist und ein zufälliges Video verlinkt. Bis zur nächsten Woche. Haut rein.